herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge von meinem Podcast Self-Care for Health. In diesem Podcast geht es um Self-Care, Selbstfürsorge. Ich möchte dich daran erinnern, dass du dich auch etwas um dich kümmerst. Und Gesundheit ist natürlich ein ganz wichtiges Thema in diesem Podcast. Falls du zum ersten Mal dabei bist, stelle ich mich kurz einmal vor. Mein Name ist Caro Frauendorfer. Ich bin selbstständige Apothekerin in Wien, diplomierte Resilienztrainerin und auch Ernährungsberaterin und ein Host für diesen Podcast. Und in der heutigen Folge möchte ich dir meine ganz persönliche Resilienzformel mitgeben. Ich möchte sie mit dir teilen. Und der Titel dieser Podcast-Folge ist, wie du trotz Sturm ruhig weitersegeln kannst. Ich denke, in diesen Zeiten ist das Thema ja sehr wichtig und ich bin mir sicher, dass du auch was für dich mitnehmen kannst. Und am Ende dieser Podcast-Folge habe ich sogar dann auch noch eine Überraschung, ein Geschenk für dich. Also bleib dran. Hat es dich auch so beinhart erwischt, ohne Vorwarnung, ohne die Möglichkeit zu haben, ausgeruht und genügend gestärkt zu sein? Also mir ging es auf jeden Fall so. Corona-Welle, wirtschaftliche Krise, Krankheit, Trennungen, Verlust geliebter Menschen und jetzt der Krieg in der Ukraine, in Europa. Ich fasse es eigentlich noch gar nicht. Ich denke, keine Gesellschaft ist so mit Veränderungen betroffen wie wir gerade. Der eine Sturm löst den anderen ab. Also auch in der Natur gab es jetzt wirklich zwei große Stürme hintereinander und eine Katastrophe die andere. Für viele Menschen fühlt sich das zumindest so an und ich merke es auch in meiner Apotheke, wenn ich mit den Menschen spreche. Es ist wirklich so, als hätten wir gar keine Pausen mehr dazwischen. Am liebsten wäre mir, wenn du vielleicht diesen Podcast erst in ja, 4, 5, 6 Monaten hörst und sich alles bis dahin beruhigt hat. Der Krieg in der Ukraine ist bis dahin hoffentlich vorbei und die Menschen können wieder zurück in ihr Zuhause und ganz Europa, die ganze Welt sollte helfen beim Aufbauen. Ich hoffe, dass Corona endlich vorbei ist, falls du diese Podcast-Folge erst in einigen Monaten hörst. Aber es geht eben auch darum, gestärkt zu sein, nicht die Augen zuzumachen, sondern sich Strategien anzueignen. Wie schaffe ich es, wenn es wirklich stürmt? Wie kann ich ruhig weitersegeln? Auch bei mir waren die letzten 2 Jahre eigentlich ohne richtigen Regenerationsphasen. Du weißt es auch vielleicht schon aus meinen letzten Podcast-Folgen. Es ist allerdings in letzter Zeit etwas ruhiger um mich geworden und ich bin auch ruhiger. Und statt wöchentlich eine neue Folge, erzähle ich dir vielleicht alle paar Monate, was mich bewegt. Ich brauche auch für mich diese Ruhe der Regenerierung. Und das ist diese Ruhe nach dem Sturm, die wir uns alle nehmen sollten, wenn es geht. Denn wie bei jedem Lebewesen und bei jeder Pflanze, unsere Ressourcen sind begrenzt. Nur was machen wir, wenn diese Ruhe von außen nicht eintritt? Es gibt keine Stopptaste, damit sich die Erde mal nicht weiter dreht. Wie kann ich dann zur Ruhe kommen? Wenn ich weiß, dass genau in diesem Moment Frauen mit ihren Kindern total erschöpft und verängstigt ihre Männer und ihr Zuhause verlassen müssen, zurücklassen müssen und in eine unbestimmte Zukunft gehen. Ich kenne zwar Menschen, die ziehen sich einfach zurück, die hören keine Nachrichten mehr, zentrieren sich auf sich selbst. Ja, fast ist es beneidenswert. Wenn du aber auch zu den sensiblen Menschen gehörst, dann verstehst du sicher, wenn es für viele Menschen nicht so einfach ist. Meine engen Freunde und Familienmitglieder, die mit mir miterlebt haben, was in der letzten Zeit passiert ist, fragen mich, woher ich diese Kraft habe, trotzdem positiv zu bleiben und nicht so aufzugeben. Ja, aufgeben gibt's nicht. Und genau darüber möchte ich dir heute etwas erzählen. Denn genau das ist die Resilienz, sich eine Strategie anzueignen oder mehrere Strategien anzueignen, um den Stürmen standzuhalten und ruhig weitersegeln zu können. Und auch keine Angst vor der nächsten großen Welle zu haben, sondern die Segel zu setzen und darüber hinweg zu gleiten. Ich bin ja eine alte Seglerin und weiß, wovon ich spreche.
Deswegen macht es mir auch Spaß, für diese Podcast-Folge das Thema Segeln so einzubringen. Denn dieses Gefühl, mit der Naturgewalt eins zu sein, zu werden, ist wirklich unbeschreiblich toll. Es geht beim Segeln nicht darum, hart am Wind zu segeln, bis der Mast zum Krachen beginnt, sondern trotz starkem Wind mit gefülltem Segel über die Wellen zu gleiten. Meistens kann man dabei den Kurs nicht direkt ans Ziel halten, denn die Natur bestimmt mit. So nehmen wir Umwege in Kauf und kommen aber dafür gesund und gestärkt ans Ziel. Darum geht es. Ich würde zwar von mir nicht behaupten, dass ich die Resilienz in Person bin. Genauso wie du habe ich wirklich auch viele Momente des Zweifels und auch Momente, in denen ich meinen Mut verliere. Wenn der Wind plötzlich dreht und meine Segelstellung mich nicht mehr nach vorne bringt, dann sollte ich nicht versuchen, mit aller Gewalt auf meinem Kurs zu bleiben, sondern ich sollte mir überlegen, wie ich meine Segel vielleicht neu setzen kann. Und genau das ist der wichtigste Moment eigentlich im Leben oder in schwierigen Situationen, nicht mit Gewalt am Kurs bleiben, sondern überlegen, wie ich meine Segel neu einstellen kann. Und vielleicht bedarf es ja nur einer kleinen Veränderung und du kannst dem Ziel wieder entgegensteuern. Manchmal muss ich reffen, was in der Segelsprache so viel heißt wie die Angriffsfläche des Segels für den Wind zu verkleinern, um den Druck aus dem Segel zu nehmen. Und wenn der Sturm nachlässt, dann darf ich meine Segel hissen und mich so richtig hinauslehnen. Und genauso sehe ich das auch in meinem Leben. Die Werkzeuge, die ich brauche, sind ein Kompass und ein Gespür dafür, wann ein Sturm aufkommt. Und es hat sich gezeigt, dass das mir Resilienz gibt, die ich dann auch brauche, um gut durch den Sturm zu kommen. Aber genauso wie beim Segeln braucht ein Schiff nach dem Sturm auch eine gute Pflege. So sind wir wieder beim Selbstfürsorgeprogramm. Die Leinen werden erneuert, die Schäkel und die Winden müssen kontrolliert werden und eventuell muss das Boot auch neu lackiert werden. Also die Regeneration, die ich mir gönnen darf und die ich mir jetzt gerade gönne, 2 Tage hier im Salzkammergut, mitten unter der Woche mit meiner Hündin Lilly. Und ich bin wirklich sehr, sehr glücklich, dass ich mir diese Zeit nehme und auch, dass ich die Zeit jetzt habe, meine Podcast-Folge aufzunehmen. Ich habe die letzten 2 Jahre gelernt, aufmerksam zu bleiben und rechtzeitig zu erkennen, wenn der Wind drehen könnte. Das hat eigentlich auch meinem Team und mir in der Boutique immer etwas Zeit verschafft, vor allem jetzt in der Corona-Pandemie, uns für neue Situationen zu rüsten. Unsere Kunden und Kundinnen waren auch dafür eigentlich sehr dankbar, weil ja, wir hatten dann die benötigte Ware eigentlich fast immer vorrätig und wir konnten auch Service anbieten, das den Alltag in Corona-Zeiten etwas erleichtert hat. Zu Hause war es auch immer ein Balanceakt. Du hast es ganz bestimmt auch erlebt. Wie weit können wir Freunde treffen? Was dürfen wir riskieren, um eine Corona-Infektion aus dem Weg zu gehen? Also das ist auch wirklich eine Gratwanderung, aber da geht es darum, wirklich auch das Bauchgefühl einzuschalten und ein bisschen hineinspüren. Also zumindest ist uns das bisher ganz gut gelungen, nicht an Corona zu erkranken. Ich muss auf Holz klopfen, aber ja, im Moment, speziell in Österreich, geht es sehr stark um. Ja, na, ich man kann nur hoffen, dass das bald irgendwie ein Ende hat oder wir lernen, damit zu leben. Genau, aber dieses Gespür, wann ein Sturm kommen könnte, das kann man trainieren. Hast du vielleicht ein Haustier, einen Hund oder eine Katze? Denn Tiere erkennen meistens, wenn eine Gefahr kommen wird. Ich beobachte das wirklich sehr gerne bei meinem Hund, auch bei meinen Katzen. Wenn ich mich ganz auf sie einstelle, dann merke ich schon vieles vorher. Beim Spazieren zum Beispiel im Wald. Ein Tier. Oder eine starke Windböe. Oder wenn ein Mountainbiker um die Kurve gerast kommt. Tiere haben dieses Gespür und ich bin mir eigentlich sicher, dass wir es auch haben. Wir haben es vielleicht etwas verlernt, weil die Welt um uns
sehr laut geworden ist und sich immer schneller dreht. Also lass es um dich herum wieder ruhiger werden, soweit das eben geht zurzeit. Nehme nicht neue Aufgaben an, wenn du spürst, dass du am Limit bist. Das ist für mich auch ein Lernprozess, in den ich noch immer stecke. Auch wenn der Wind schwach ist, sollten wir wachsam sein. Und wenn ich mich ausruhen möchte, dann sucht man sich beim Segeln einen schönen und sicheren Ankerplatz oder einen Hafen, einen sicheren, und werfe meinen Anker aus. Und das ist auch schon meine zweite Resilienzstrategie. Also die erste war eben diese achtsame Wachsamkeit und ein Gespür für einen aufkommenden Sturm zu haben. Und die zweite ist, dass ich eben meinen sicheren Hafen brauche. Umso älter ich werde, desto wichtiger wird dieser für mich. Ich könnte mir die ganze Zeit ja auch Sorgen machen, mich ängstigen. Die Welt dreht sich schnell und wo ich hinschaue, gibt es Leid oder Krieg. Mein Beitrag für diese Welt kann es aber nicht sein, mir Sorgen zu machen. Ich glaube auch fest an eine kollektive Stimmung in der Gesellschaft. Wir haben das ja bei Corona gemerkt. Diese kollektive Angst greift um sich und ist wirklich ansteckend. Und ja, genauso bringt es auch nichts, wenn ich mir immer Sorgen mache. Meine Kinder beschütze ich auch nicht. Im Gegenteil, ich vermittle Unsicherheit damit. Natürlich melde ich mich schon, wenn eines meiner Kinder irgendeinen Blödsinn vorhat oder irgendwas Gefährliches unternehmen möchte. Aber in ewiger Sorge um sich und um den anderen zu leben, macht uns nicht lebendiger. Und wenn du Kinder hast, hast du wahrscheinlich auch Sorgen und das ist menschlich. Aber du entscheidest, ob du dich verrückt machst damit oder einfach manches Mal auch es von der leichteren Seite siehst. Du entscheidest. Also, was tue ich gegen die Ängste und Sorgen, die auch sehr menschlich sind? Ich suche mir die ruhige Bucht oder den geschützten, windstillen Hafen. Dafür brauche ich meinen Kompass, der mir die Richtung zeigt. Wahrscheinlich ist das die schwierigste und zugleich spannendste Aufgabe in unserem Leben. Dieser Ort der Ruhe ändert sich nämlich im Laufe unseres Lebens. Es kann dein Zuhause sein, es kann dein Lieblingsblatt sein, es kann die Verbundenheit zu anderen Lebewesen sein, zu anderen Menschen. Es gibt wirklich viele Möglichkeiten, so viele wie es Lebewesen auf dieser Erde gibt. Denn wir sind alle einzigartig und ja wunderbar komplex. Und das ist auch ein großes Problem aus der Corona-Pandemie, dass junge Menschen, die eben diesen sicheren Hafen noch nicht gefunden haben für sich, was auch ganz natürlich ist, die vielleicht das in den zwischenmenschlichen Beziehungen finden. Diese jungen Menschen haben sehr darunter gelitten unter diesem Social Distancing und ich hoffe, dass die Nachwirkungen nicht zu groß sein werden. Ja, also wo du deinen Anker werfen kannst, das hängt von so vielen Umständen ab. Primär das Wichtigste ist der Grund, der Boden. Als Kind und später auch als Erwachsene war es immer meistens meine Aufgabe beim Ankermanöver, meinem Papa zuzurufen, wenn ein genügend großes Stück Sand am Grund zu sehen war. Am Meer sieht man das ganz schön, wenn man hinunterschauen kann. Und ja, da konnte sich der Anker nämlich so richtig hineinbuddeln in den Sand. Wohingegen bei Seegras, das war sehr schlecht, weil da konnte man nur schwer erkennen, ob drunter vielleicht Felsen sind oder Sand. Also wichtig ist auch, keinem anderen Anker in die Quere zu kommen. Also der Grund ist wichtig, aber dann auch schauen, dass da kein anderer Anker liegt. Wenn nämlich der andere seinen Ankerplatz verlassen möchte, dann kommt er nicht mehr weg, weil du deine Kette drüber hast und deinen Anker. Und ja, da hatten wir schon ganz schöne Ankerkettensalate. Da kann man echt nur mehr runtertauchen und das mit der Hand auflösen. Ja, also um das zu verhindern, vorher auf einen soliden Untergrund schauen. Ich kann diese Erfahrung auch auf meine Freundschaften umsetzen. Erst nach mehreren Begegnungen kann ich ja sehen, welche Werte mein Freund oder Freundin lebt. Denn darauf kommt es ja bei Freundschaften meistens an. Wenn wir in unseren Wertvorstellungen harmonisieren, da ist dann auch eine solide Grundfläche, auf die wir unsere Freundschaft und auch unsere Liebe aufbauen können. Ich war früher oft von oberflächlichem Schein geblendet und wurde auch
oft enttäuscht. Also das ist halt auch ein Lernprozess, so wie beim Segeln herauszufinden, welcher Grund ist wichtig, welche Umstände sind mir wichtig. Auf dem Meer ist es oft so, dass es nach einem Sturm noch einen hohen Seegang gibt, obwohl es bereits windstill ist und der Sturm eigentlich weit weg ist. Und mir geht es manchmal mit so alten negativen Gedankenmustern, die durch ein Erlebnis getriggert werden, durch einen Sturm vielleicht. Es kann auch schon länger her sein, aber ich spüre, wie mich diese Gedanken oder man nennt sie auch limitierenden Glaubenssätze aus der Balance bringen können. Das ist auch ganz wichtig zu verstehen. Die Wellen, die du jetzt spürst, kommen vielleicht von einem vergangenen Sturm. Und dann lass sie langsam flacher werden. Du wirst sehen, die See wird dann ganz von alleine wieder ruhig werden. Und du auch. Also die zweite Strategie, einen soliden Grund für deinen Ankerplatz suchen oder deinen sicheren Hafen. Ich kann dann auch immer an diesen Ort zurückkehren, wenn ich in einen neuen Sturm gerate. Und das gibt mir diese Sicherheit. Vielleicht spürst du ja jetzt, wie Mut und Zuversicht in dir aufsteigt. Und das ist genau auch mir passiert. Ich habe in den letzten Jahren viel gelernt. Ich kann nicht immer wissen, wie ich meine Segel am besten trimme, damit ich schnell an mein Ziel komme. Aber ich werde immer besser, weil ja, das Leben ist ja eine Reise zum Lernen. Es gibt kein Ausgelernt, denke ich. Es geht darum, wie ich auch anfangs erwähnt habe, ruhig weiter segeln zu können, wenn es mal stürmt und den sicheren Hafen anzusteuern. Ich habe jetzt gerade eine unglaubliche Lust auf das Meer bekommen. Ich war schon lange nicht mehr im Mittelmeer, in Griechenland. Ja, die Zeit kommt auch. Auf jeden Fall freue ich mich jetzt schon, wenn ich mal da wieder auf einem Stein sitze und der untergehenden Sonne zuschaue. Ja, und meine dritte Strategie, was eigentlich ja nur eine Folge von den ersten zwei ist, ist, dass ich dann dadurch an mich glaube. Ich glaube an mich. Ich glaube daran, dass ich an meine Ziele komme. Ich glaube daran, dass ich den nächsten Sturm standhalten kann. Und ich glaube fest daran, dass nach dem Sturm wieder Zeit für Regeneration sein wird. Und ich weiß, dass ich jedes Mal stärker und auch resilienter werde. Und ich bin überzeugt, dass du das auch schaffst. Du wirst nach jedem Sturm sicherer werden. Verwende deinen Kompass, um ja, in deinen sicheren und ruhigen Hafen zu gelangen. So, und ja, jetzt mein Geschenk für dich, das ich anfangs angekündigt habe. Werde dein eigener Resilienzcoach. Ich habe da mein kostenloses 5-Tage-Webinar für dich hergerichtet. Genau vor einem Jahr habe ich es auch angeboten und es haben sich so viele angemeldet. Es war nach einem Jahr Pandemie und ich denke für viele wirklich auch eine große Hilfe. Und ich denke, das ist auch jetzt genau der richtige Zeitpunkt im März wieder, sich 5 Tage Zeit für sich zu nehmen. Ich selber nehme mir diese 5-Tage-Programm regelmäßig vor, denn ja, wir vergessen im Alltag gerne auf uns, auf unsere Bedürfnisse, auch wenn wir es ja schon wissen. Und dieses Webinar hilft dir herauszufinden, wo deine persönlichen Ressourcen liegen und ja, wie du wieder dein inneres Gleichgewicht finden kannst, auch wenn es um dich herum stürmt. Also melde dich jetzt gleich an für den 21. März. Das ist ja fast Frühlingsbeginn. Es ist Frühlingsbeginn, also ein gutes Zeichen. Das ist ein Montag. Und du kannst 5 Tage kostenlos mein Online-Webinar mitmachen. Du kannst das Webinar auch flexibel beginnen oder starten. Also ab 21. März, dem Montag bis am Freitag, bekommst du meine Inspirationen täglich per Mail zugeschickt. Ja, melde dich gleich auf meiner Webseite an carofrauendorfer.com. Ich freue mich jedenfalls jetzt schon von dir zu lesen. Und es gibt dann noch eine zweite Neuigkeit. Und zwar, wenn dir das
Gratis-Webinar, das kostenlose Webinar gefallen hat, dann starte ich nämlich nach Ostern, also am 25. April, mein ja schon fast legendäres und schon oft gebuchtes Webinar Resilienz, mein Weg aus dem Schmerz und zu mehr Achtsamkeit. Ich habe nach meinen persönlichen Erfahrungen mit chronischen Schmerzen dieses Webinar erstellt. Da steckt alles drin, was mir aus der chronischen Schmerzfalle herausgeholfen hat. Ich lasse mein Wissen und meine Erfahrung und nicht nur als Resilienztrainerin einfließen, sondern auch als Apothekerin und als Ernährungsberaterin. Und ich habe so viele positive Rezensionen bekommen, dass ich mich schon wieder wirklich darauf freue, auch dir helfen zu können und dich ein Stück auf deinem Weg begleiten zu dürfen. Dieses Webinar ist wirklich einzigartig. Also ich kenne keines, das so ganzheitlich viele verschiedene Themen beinhaltet. Genau das war es auch, was mir vor Jahren geholfen hat. Meine chronischen Krankheiten nämlich im Kontext, im Zusammenhang zu verstehen, lernen. Ja, also mit diesem Webinar lernst du dich wahrscheinlich und deinen Körper etwas besser kennen. Mehr Infos dann auf meiner Webseite und du kannst auch gerne ein Mail an mich persönlich richten. Die Antworten kommen im Moment etwas verspätet, weil doch eine große Anfrage da ist, aber sie kommen. Und ja, an dieser Stelle möchte ich mich auch so herzlich für so viele unglaublich liebe E-Mails und E-Mails und Nachrichten bedanken. Mir fehlen jetzt gerade die Worte. Es ist wirklich unglaublich. Und so viele persönliche Geschichten kommen zu mir von Menschen, ja, von denen ich nie was gehört oder gesehen habe. Aber das macht nichts. Ich spüre das in meinem Herzen und ja, ich beantworte wirklich jedes Mail wirklich sehr gerne. Ich nehme mir da gerne Zeit dafür, aber es kommt dann vielleicht ein bisschen später, also habe etwas Geduld. Ich hoffe von Herzen, dass dir diese Folge ja etwas mitgegeben hat. Und ich danke dir wirklich so sehr, dass du dir deine Zeit genommen hast, dass du meinen Podcast entdeckt hast, vielleicht an Freunden weitergeleitet hast, es weiterempfohlen hast. Und ja, du machst mir auch eine Riesenfreude, wenn du mir auf Instagram oder Facebook folgst unter Self-Care for Health oder einfach meinen Namen, Caro Fraundorfer. Und natürlich freue ich mich auch riesig, wenn du meinen Newsletter Mindful Friday abonnierst. Solange sich meine Welt jetzt so schnell dreht wie jetzt, schaffe ich es nicht jede Woche. Warum, das weißt du ja jetzt, dir einen Newsletter zu schicken, aber am besten du abonnierst es und lässt dich überraschen. Fühl dich von mir umarmt. Pass auf dich auf, schau auf dich, take care, bis zum nächsten Mal, deine Caro.